Am 17. September sind Landtagswahlen. Die NPD will den Landtag reinziehen. Das gilt es zu verhindern. Für uns ist Faschismus keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Wir rufen euch auf, immer wieder über den neonazistischen Charakter der Partei zu informieren. Wir rufen euch auf, immer wieder den Aktionen der rechten Szene aktiv und offensiv entgegenzutreten. Aus der Mitte der Gesellschaft. Bei den Bundestagswahlen konnte die NPD in Mecklenburg-Vorpommern bereits 3,5% der Stimmen erreichen. Rechte Einstellungen sind kein Randproblem, sie sind Teil der Bevölkerung fest verankert. Wir wollen klarstellen, dass Stimmen für Neonazis kein Denkzettel oder Protest sind. Wir rufen euch auf, die Zusammenarbeit von Demokratinnen mit NPD-Kadern und mit Neonazi-Kameradschaften aufzudecken und zu stören. Wir rufen euch auf, Bündnisse zu bilden und jede Stimme für die NPD zu verhindern. Es sind keine richtigen Scheiben, es sind Plastikfenster. Dort hinter befindet sich eine schwarze Sonne. Wir wissen bei uns alle, wo die schwarze Sonne herkommt. Es ist eigentlich gar nicht gut. Wir sind hier am Bahnhof.